Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Alan Wake mit mir, dem Undertaker. Und immer noch auf dem Weg zum Andersen-Haus. Und da haben wir Barry. Mal sehen, was sagt denn Barry hierzu. Wir sind bewaffnet mit einer Schrotflinte und haben noch ein paar Leuchtfackeln. Aber was haben wir hier fokussieren? Oh. Wow, diese alten Knacker hatten echt was am Laufen. Weißt du was, Herr? Wenn wir hier lebend rauskommen, werde ich die vermarkten. Ja, ich verkaufe dieses Zeug online, leih reine Fernsehshow an und bringe eine neue Single raus. Na, viel Glück damit. Hey, du findest für uns einen Weg nach draußen. Ich sehe mir das Zeug mal genauer an. Na, super. Ach, da müssen wir wieder gehen trinken. Einmal den Kontenfutritt! Huah! Wieso guckst du noch dahin? Naja. Hier hoch. Gucken, gucken, gucken. Sei vorsichtig, Al! Was ist denn hier so? Schlimmes? Nochmal Schrot. Oh, das ist doch her, die Schrot für die Munition ohne Ende. Also deswegen können wir ja fast die Amerikaner schon lieben. Weißt du, in so Horrorfilmen liegt natürlich in jedem guten amerikanischen Haus mindestens 100 Patronen. Oh, 100 Patronen, wertvolle Munition in den Gebäuden. Und bam! Bam! Oh, komm, jetzt geh drauf. So was gibt's doch nicht. Alles klar, halt die Augen offen, ja? Ich hab hier gar kein Problem mit euch hier. Zack! Oh! So. Hier weiter hoch. Weiter, weiter, weiter. Liegt da noch was? Niemals. Okay. Was hier irgendwo. Habe ich das verkehrt? Moment. Ist hier irgendwo. So, och, ich darf ja nicht so lange schweigen. Oh Mann, sag doch mal was, Leute. Ich schweige jetzt zu lange. Mal gucken. Hier ein Radio. Oh, das war mit dem Stuhl, der ist physikalisch, ja. Egal. Wie die regelmäßigen Zuhörer unter euch wissen, arbeite ich häufig mal die Nacht durch, aber da bin ich nicht der Einzige. Die Deputies Mulligan und Thornton nehmen sich ein paar Minuten ihres hektischen Terminplans frei, um sich hier zu mir zu gesellen. Deputies, wie beschäftigt sind Sie gerade? Ich meine, das Hirschfest steht quasi vor der Tür. Ich wette, das hält Sie auf Trab. Ziemlich, ja. Ehrlich gesagt, also, wir hatten einige andere Sachen um die Ohren. Aber das ist doch eine laufende Ermittlung. Deshalb können wir darüber noch nicht reden, Thornton. Ich wollte auch nicht sagen. Ich wollte nur erwähnen, dass wir auch andere Eisen im Feuer haben. Und wie würden Sie Ihr Pensum mit dem vom letzten Jahr vergleichen? Mir kommt es derzeit recht friedlich vor, aber die Menschen werden zu dieser Jahreszeit gerne etwas wilder. Oh, und wie, Pat? Es ist ziemlich wild. Es gab jede Menge Probleme dieses Jahr. Vandalismus, Schlägereien, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und eine ganze Menge Menschen sind verschwunden. Ja, ja, es ist im Großen und Ganzen das übliche, Pat. Nur wissen Sie eine ganze Menge mehr davon. Kommt es nur mir so vor oder wird auch das Hirschfest mit jedem Jahr wilder? Die Leute wirken noch betrunkener oder sie fangen früher an, sind jünger. Das geht definitiv nicht nur Ihnen so, Pat, aber... Definitiv, Pat. Hey, ich rede gerade so... Mist, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Nicht nur mir. Oh, richtig, ja. Es wird wilder, Pat, aber eigentlich scheint der ganze Ärger von erwachsenen Männern auszugehen. Die Kinder benehmen sich dieses Jahr wirklich gut. Schön wenigstens das zu hören. Deputies, ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie hier gewesen sind. Ich lasse Sie jetzt weiterarbeiten. Gern geschehen, Pat. Ja, gern geschehen, Pat. Oh, ja, yeah. Also anscheinend, wie wir das schon vermutet haben, werden die Leute hier ziemlich aggro. Und, ja, das haben wir natürlich früher gemerkt als jeder andere, wenn wir ehrlich sind. Wir machen einmal hier den Wagen an. Haben denn einmal hier schön Licht. Aber wir haben schon lange keine Manuskriptseite mehr gefunden. Habe ich wieder eine übersehen? Verdammt. Wäre natürlich wieder echt ärgerlich. Aber wir können jetzt hier nach unten. Auf der anderen Feldseite sah ich das Gebäude, das das Haus der Andersons sein musste. Es war nicht weit weg. Ich machte mir keine Sorgen um die Streifzüge von zwei ausgebrannten alten Typen.
hatten das Gebräu. Ja, das wird noch. Jetzt müssen wir wieder gegen den Roger. Also Chuck Norris ist echt ein armseliger Wurm dagegen. Gegen Alan. Was haben wir denn hier? Revolvermunition? Ach, herrlich. Vielleicht sollte ich auch erstmal die Revolver wieder mal nehmen. Und Batterien haben wir noch genug. Also Batterien, da gehe ich immer gut um. Vielleicht gehe ich auch zu gut den ganzen Spiel gegenüber mit diesen Batterien um. Wo müssen wir? Oh, 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 oh. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, heilige Scheiße. Wow, 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 wow. Ganz gut, mein Freund. Jetzt muss ich den auch noch besiegen. Hast du eine Macke? Wow! Spinnt hier alle oder was habt ihr? Autsch! Das tut mir definitiv gar nicht zu sehr weh. Oh, meine Güte. Ich komme mir vor wie im Landschaftssimulator. Oder Landwirtschaftssimulator. Scheiße. Okay, einmal überlegen. Was machen wir jetzt? Also, das ging schon mal nicht so gut. Also, nicht gleich nach links. Vielleicht ein bisschen weiter weglaufen. Also, das ist ja zu... Ja, irgendwie war mir das fast klar. Ja, nee, komm, hau ab. Doch, doch, doch. Wo müssen wir denn? Besiege den Mähdrescher. Boah! Wie weiche ich den denn? Ach, hier. Nee. Gehe ich den mit Licht? Renn, 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 renn! Wow, 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 wow. Oh, der steuert aber ganz schön gut dafür. Oh, nee, falsche Waffe. Hm. Was müssen wir machen? Ich sehe hier... Ich sehe hier auch nicht gerade... Wenn ich mal ganz ehrlich bin... Sehe ich da auch gar nicht so den tollen habe ich die jetzt richtig oder mache ich hier total was verkehrt? Boah. Da hat er mich schon wieder erwischt. Lade dich ein bisschen auf. Da hat er den selber richtig an. Au! Ja, super. Also der steuert ziemlich gut. Ist das hier der Endboss oder was ist das? Meine Güte. Also ich probiere das mal aus. Aber das ist ja... Aber ich sehe jetzt hier auch... Oder übersehe ich jetzt zurzeit noch eine... Lichtquelle, eine wichtige Lichtquelle, die ich... Oder muss ich dann zum Anderson-Haus, oder... Lass mich doch laufen. Gut. Komm hierher, fahr hier durch, oder... Dann war wahrscheinlich das Haus total platt, oder? Der fährt auch. Als ob er. Ey, das. Und dann. Yes! Wir sind den erstmal. Sehr interessant. Sehr interessant. Wie kriegen wir den Blatt? Super.
Na? Wir müssen uns entscheiden. Besiege den Mähdrescher. Aber ich finde hier auch keine interessante Mega. Autsch. Ja. Eine sehr interessante Sache. Kann man den nicht irgendwie manipulieren oder so? Das wäre natürlich zu schön. Aber irgendwas muss da doch. Muss ich auch seine Mähdreschdinger da ziehen, aber das kann es ja auch nicht sein. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis der wirklich drauf geht. Müssen wir ein bisschen näher kommen wieder. Anscheinend haue ich ihn doch ganz schön damit. Also er weicht mir dann schon aus. Da kommen schon wieder welche. Oh, da war einer. Ja. Von rechts kommt er schon wieder. Hier. Perfekt. So. Jetzt kriege ich dich nochmal und. Also ich weiß nicht. Also irgendwie so eine große Lichtquelle gibt es ja hier anscheinend ja nicht. Da kommt schon wieder neue. Da hinten ein bisschen kaputt machen. Fantastisch. Wie ich hier ich muss hier weg. Als erstes muss ich auf die anderen achten hier. Sind wir hier wirklich zu nah dran. Ja. Aber wo treffe ich den denn jetzt genau? Ah, der fällt aber auch einfach auf mich drauf zu, ne? Also. Dann will der was von mir? Hier und weg. Yes. Da gehst du drauf und aus. Wann gehst du denn drauf? Mensch.
Rede drauf, Englisch. Haben wir noch welche? Das ist ja ganz seltsamer Endboss hier, oder? Also. Geh doch endlich drauf. Ja! Boah! Ja, das ist ja gar kein Problem. Also der ist ja jetzt echt kein Problem mehr. Na komm. Hoffentlich will ich nämlich auf die Schrotflinte, ey. Bam. 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 Boah, war der anstrengend. Dabei hat er ja nicht viel Großes nicht gemacht. Man musste ja eigentlich echt nur ausweichen. Und das war es dann auch schon. Ach, hier kann man rüber, okay. Dann holen wir mal Barry aus dem... aus dem Silo raus. Hier soweit nichts mehr. Okay. Ah, da dürfen wir unsere Karate-Tritte wieder einführen, oder was? Silo-Schlüssel? Ach, herrlich. Hier ist nichts mehr. Silo. Ist das der... Also man ist echt kaputt danach, Natsum. Bist du das da draußen, Kumpel? Ja, ich bin's. Warte! Los jetzt, Mann! Jo, das hatten wir doch geschafft. Alles mal nachgeladen. Ich glaube, wir müssen das Tor gemeinsam öffnen. Das sieht ziemlich schwer aus. Bäm, einmal Schulter gegen Knack macht das. Ich glaube, da ist die Farm. Wir sind fast da. Diese Farm ist ein Sammelpunkt für Durchgedrehte. Ja, und wir sind mitten drauf. Valhalla. Naja. Also anscheinend wirklich so nordische Götterfreunde, ja? Und nochmal zusammen, oder was? Komm schon, noch ein Tor. Bäm. Kettensäge. Och, das ist ja angenehm. Oh Gott, no, the truth. Aber ich würde gerne ein bisschen nochmal meine Skriptseiten finden. Wie wär's denn damit? Okay. Die Lichter sind aus. Wir sollten nach der Sicherung sehen. Eine Thermoskanne. Jetzt bleib mal locker hier, ey. Lass mich erstmal. Ah. Unten war der Strom aus. Ich musste zum Sicherungskasten. Okay. Gehen wir doch mal eben noch um. Dieser Ort sieht ziemlich bewohnt aus. Die Anderson sitzen doch in der Klapsmühle. Ich glaube, die passen in der Klinik nicht so gut auf die auf. Sie hauen öfter ab, um sich hier die Kante zu geben. Ganz im Ernst, diese Typen klingen super. Das merke ich schon. Für Barry perfekt. Geheimnis der fehlenden Woche. Wieder zerrissen Alice Schreie die Stille der Nacht. Ich sah mich auf die Hütte zurennen mit der Taschenlampe in der Hand. Ich folgte meinem früheren Ich.